Hallöchen Leute, nicht erschrecken, ich bin Pierre Mark und herzlich willkommen zurück zu Borderlands. Wir sehen hier einen epischen Kampf, den wir ein bisschen aufmischen werden jetzt, damit wir ein bisschen schneller zur Kammer kommen hier. Kann ja nicht angehen, dass hier das Alarm gekämpft wird. Okay, der ist Wächter, weg mit dir. Das ist wieder weg mit dir. Dankbarkeit war nicht, ich hab geholfen. So, ja, die. Oh, hi, was machst du da? Was haben wir da Schönes? Das ist ziemlich viel wert. Die Schildkapazität und Unverwüstlichkeit. Moment, habe ich Unverwüstlichkeit? Das wäre super. Unverwüstlichkeit, wo ist denn das schon wieder? Das ist wieder da, was ist das? Sie hat die Widerstandsfähigkeit, warum? Was hat das mit Teamschildkapazität zu tun? Mann, warum ist das... Toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles nur im... da oben. Ich habe das Gefühl, dass es alles nur auf das ausgelegt hat, das mittlere. Alle Klassen Mods irgendwie. Ich sehe da nicht gescheit. Transfusion mal wieder, okay. Was ist denn der jetzt da hinten? Da ist niemand mehr aus der Dude, der verrückt von der Gegend rumrennt. Ach, das war die. Das war wieder die. Das ist der Schild, der da so. Team Elementareffekt Chance. Das ist natürlich nicht schlecht. Funke, Strahlung und Angriff. Komm, das müssen wir jetzt aber haben. Angriff haben wir, passt. Funke und Strahlung noch. Funke haben wir noch nicht. Das ist aber auf jeden Fall hilfreich, ja. Strahlung, wenn das wäre so exklusiv, dann Schockschaden zu. Das ist dann aber nicht. Das habe ich aber dann nicht. Nahkampfangriffe können Feinde verwirren. Das haben wir aber schon 100%. Also, wissen nicht, was das danach bringen soll. Ja, für höherlevelige, aber ich finde hier wahrscheinlich keinen mehr, der höherlevelig ist. Der ein höheres Level hat als ich. Lass die verlassene Muni fallen. Klar. Sonst noch irgendwo Waffenkisten? Ich glaube nicht. Nein. Das Wetter. Hier sind Fässer. Sollte ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Endlich. Hat aber nichts gebracht, ja. Nein, der Facebook war aber unnötig. Willst du hier eine gehabt, oder? Warte mal, ciao! Ich würde das fast nicht, das wollte ich mir schon vorher zum Mac-Billing bringen, okay. Steht aber immer noch hier rum. Billigen Revolver hast du gehabt, okay. Ich verurteile dich nicht, aber irgendwie schon. Auf klar, jetzt bin ich weiter runtergehüpft, egal. Noch irgendwo Waffenkisten, komm ich darüber? Jo, kann auch so. Bringt aber nichts, da ist keine Waffenkiste nämlich. Hier auch keine. Das ist wahrscheinlich der letzte Part von Borderlands, Leute. Oh je. Aber es gibt da noch viele DLCs. Vier an der Zahl. Das ist nicht so wirklich storylastig, also weiß nicht, ob ich den wirklich weit spielen werde. Da kommen wir zu Iridian Promontory. Ja, oh, das geht schon. Dann holen wir wieder unsere SMG raus. Iridian Promontory entdeckt. Was ist das die ganze Zeit, was da rumfliegt? Ich glaube, ein paar von denen werfen irgendwelche komischen Boomerangs auf mich. Das ist aber kein Problem. Autschi, autschi. So. Wie sollen wir die da, die so weit weg sind, gescheit treffen? Kämpfen die auch gegen normale? Ja, okay, das ist. Snapper wahrscheinlich. Moment. Okay. Jetzt habe ich die mal getroffen. Ah, was ich nicht treffe. Hallo. Hänge ich fest. Moment, wo hänge ich? Okay. Okay.
Ah, ich mach mal zuerst den ersten Wächter hier oben. Passt. So, das. Ein Schild wahrscheinlich. Was ich gar nicht aufsammeln wollte, aber naja. Was noch was? Da oben gammeln die rum. Das mit Granaten ist das Switch. Entschuldige. Kommst du nicht her und wir plaudern ein bisschen? Ein lilanes Schild. Egal wie das ist, mit. Und ein Crimson Land. Das ist nicht angegriffen. Nebeneinander. Ah, mein Schild. Perfekt. Explosion, nix, passt. Schnapper, da oben, okay. Meine Waffen darf ich irgendwie nicht mehr. Was damit auf sich hat, aber. Hier sind wir noch nicht. Nein, passt. Hilft denn mal bei dem. Was haben wir da jetzt? Das ist eine coole neue Pistole. Ich treffe den halt nie, das ist halt das Problem. Warum treffe ich den nicht? Ich schieße auf die ganze Zeit im Kopf. Okay, ne, kein Problem. Sag ich, schätze ich mal. Okay, wirklich. So. Naja, bin noch nicht so ganz überzeugt. Schockkontakt. Ah, Granaten mit Schockschaden. Ah, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich nehme mal lieber eine kleine Waffe wieder. Wer der ist recht da, habt ihr mir schon, ja. Du mal weg. Schild aufladen. Okay. Jetzt Wächter und dann noch die fliegende Viecher. Nope, das gefällt mir überhaupt nicht. So, schnell füllt sich Gesundheit auf. Es geht, ja. Hat etwas gar nichts mehr. Wie darf ich die nochmal? Snapper, jo. Ja, nimm das! Sorry, mach mal an. So, jetzt kann es mich angreifen, wenn es will. Ich kann Problem mit. So. Darauf kommt man auf. Irgendwie. Nicht so, vielleicht von hier aus. Ja. Nein, glaube ich gar nicht. Ah, ja, auch von hier aus. Oder einfach von vorne. Ja, das wird auch sein. Wow. Muni und große Waffenkiste. Super. Ich genauso, es geben und den brauche ich. Das ist der größte Schatz gerade. So, Schockschaden. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich brauche, aber ich brauche erstmal Waffen dafür. Na, jetzt noch umkehren. Das ist auch schon spät, glaube ich. Dafür ist es jetzt zu spät. 300 Meter noch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hilft das bei irgendwem, mal?
Ich hätte länger Facebook bleiben sollen, glaube ich. Wasserkleben? Jo. Das kann eng werden. Der davon macht dabei noch nichts. Passt. Da vorne hängt noch so ein Erztyp rum. Was sagst du sogar noch eigentlich? Autschi. X. Okay. Ja, das habe ich gebraucht. So. Einmal zu neuer Stärke kommen. Noch mit dem gar nichts angerichtet. Habe ich jetzt nicht getroffen oder ich weiß es nicht. Die machen sich bereit in den Kampfpositionen. Oh, warum sammelt ihr das nicht auf? Da sind alles scheußliche Waffen. Aber Munition von allem etwas. Bist du hier? Und warum? So. Hallo? So. Das ist echt drauf, würde ich schon sagen. Oha. Das war ein netter Hit beim Gesetzeshüter. Hallo, jetzt habe ich nicht getroffen. Weggehen, danke schön. Da irgendwo auf den Bach zählen, das ist irgendwie die Schwachstelle. Okay. What are you doing? Oh, wir haben nichts mehr. Passt. Damit kann ich leben. So, Medium Bullen, die brauche ich auch. Damit kann ich auch leben. Das ist halt sowas. So, so Medium Bullen, yo. Nice. Eine Medikitze oder so mit. Eigentlich. Oder habe ich die schon verkauft? Das noch immer nicht verwenden. Nein. Okay. Granatenmods. Explosive Klebe. Transfusion noch einmal. Ist eine bessere Transfusion? Nein. Das ist das. Aber da habe ich ein besseres, glaube ich. Quecksilber, hohe Geschwindigkeit, Girl Power. Geschwindigkeit, Girl Power und 30% SMG Elementareffekt Chance. Leider hatten meine SMGs keinen Elementareffekt, also. Ja. Das ist so viel dazu. So, SMG mal wieder auspacken hier. War schon so lang bei mir. Ach du Heilige, was ist das? Das hat hier angezeigt. Den sehe ich nicht mal, dass da irgendwo her schießt. Ne? Sarah Wächter mal weg. Okay, ich weiß nicht, was seine Schwachstelle ist. Upsi, hallo. Okay, das steht wahrscheinlich. So, Sniper-Rifle-Kenntnisse werden erhöht. Hallo, Gesetzeswichter, wie läuft's bei dir? Hier hat ein Schild abgezogen, das ist aber nett. Das gefällt mir. Ja, dem war fast kein Schild mehr. Perfekt. Dann ist easy. Oder einfach weiter. Hoffe ich den und den. Same hier. Level up. Oha, schon wieder. Krass, dann tun wir endlich mal die Abklingzeit verringern. So. Das alles ist wieder Unverwüstlichkeit und so, so ein Ding, oder? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ich weiß, ich habe gerade erst nachgeschaut. Quecksilber, hohe Geschwindigkeit. Quecksilber, sollte ich einmal upgraden. Sollte ich einen Punkt reingeben. Hohe Geschwindigkeit, Girl Power. Geschwindigkeit, das ist das da irgendwo mit dem Hasen. Da. Nein, doch nicht. Geschwindigkeit hier, vielleicht sollte ich auch einmal. Girl Power ist. Ach, was für uns. Das hier sollte ich auch einmal. Dann natürlich
da in jedes von denen sollte ich ein Dings reingeben, weil das ist MG-Schaden, das ist auf jeden Fall gut. Damit kann man nichts falsch machen. Da in die drei Punkte sollte ich auf jeden Fall noch einen Punkt reinhauen. Weil dann bekommen wir nochmal plus 2, also. Oh. Wo kommen die auf einmal her? Wir schauen hier aus dem Nichts. Noch untreffbar, wie es aussieht. Endlich. Noch ziemlich weit weg. Ich schieße nicht auf die Kiste da vor mir. Passt. Bewegt sich der oder was ist? Oder wird der nicht? Boah. Okay, da geben wir uns weniger EP. Ja klar. Mehr Level Ups hat er jetzt. So. Wo fliegst du hin, Alter? Hallo. Haben wir das von Stimmen angehört? Ja, ja. Oder auch auf mich, anstatt auf die Gegner, die da vor ihm sind. Mal weg hier. Danke. Ein Baller noch wer auf mich, egal. So, dann werfen wir mehr Treffer, der hätte kein Schild mehr. Da haben wir noch eine große Waffenkiste. Da werden wir uns mal umschauen, indem wir hier so strafen und so. Voll krassen Techniken, ich weiß. Wow, da ist Shot drin. Danke. Dann gewinnst du jetzt Wächter, dass du so einen tollen Schatz bewachst. Hätten wir von. Ciao. Ciao. Munition, wenn ich hier stehe, kann ich dann endlich mal alles aufnehmen. Nein, wow. Dann weiß ich nicht, wonach das geht. So. Muni habe ich immer noch genug. Da ist ein Checkpoint. Sind die Muni perfekt. Oh, endlich mal eine Schock-SMG. Eine Schock-SMG, das ist auf jeden Fall hilfreich. Also hier, die komische Pistole, die gebe ich mal weg. Schock-SMG gegen die Wächter, probieren wir mal aus. Das sollte auf jeden Fall helfen, der komische Sniper da ist. War wahrscheinlich doch nicht die richtige Wahl, war zu Elektro, aber... Ich will zu dem Checkpoint hier. So, danke. Bin da gleich welche, oder sind das wieder Lance? Ah, das sind wir noch. Das sind wir selber von denen. Ja, aber halt, dass es hilft. Bin mir ganz sicher, das könnte auch ein Hintergrund. Mein Schild. Muss ich wieder aufladen, so. Blut dich mal. Das andere. Eben noch hinter dem Stern was. Sind wir kennen Server 16. Das hilft. Bin mir ziemlich sicher, dass es hilft. Steht auch da, Schild ist gegen Elektros gegen Schilder gut und die haben wohl über Schild, also. Warum sollte es dann nicht so effektiv sein? Und wie viel haben wir? Okay, 10 Minuten haben wir noch. Um die Kammer zu finden. Da ist das SMG hier verbraucht nur einen Omnipro-Schuss. Nicht zwei wie die anderen. Das ist der Grund, warum du hier bist. Ich habe dich hierher gebracht. Du warst sehr gut. Ich wusste, du bist bereit. Wenn die Kammer sich öffnet, nimm dich zusammen. Ich glaube an dich. Okay, wir sind schon sehr nah. Wie war's? 100 Meter, fahren wir uns 300. Über Milch gebraucht bis jetzt, aber. Ja, okay. Das ist mal ein Auftritt. Kämpfen wir auch gegen Crimson Lance, oder? Finde ich gut.
Setzershüter, dass ich einfach von hinten anschleichen. Das ist mir nicht gut. Das hier, den mache ich was ab. Ich hab da mal eine Granate zu euch. Vielleicht hilft das ja. Da muss ich eh alles selbst machen. Keiner bringt bei ihm genommen. Ehrlich gesagt macht die mehr Schaden als das. Könnt ihr den da besiegen? Einfach einmal? Ist ja nett. Der lebt immer noch. Alter, ernsthaft. Jetzt auch hier macht mir 50 Milliarden Schaden und der steht da. Er überlebt mit 6 Leben da die ganze Zeit. Ja, ist nicht gut. Ah, was soll's. Lili. Okay, die ist irgendwie das Kacke hier gegen den. Jo, was so genau ist, passt. Jetzt geht's aber, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Granatenschaden, Regen, genau die haben wir gerade. So eine stärkere Regen wahrscheinlich, die dann Gold ist, aber wir haben das jetzt nur lilane Variante. So, her mit der Money. Brandschaden könnte helfen gegen irgendwas, vielleicht irgendwann mal. Das ist schlecht. Granate habe ich einmal verwendet, jetzt einmal wieder. Zur Abwechslung, was haben wir hier noch? Schrott, wenn ihr mich fragt. Da ist ein Gemoni für mich, das wäre nett. Na gut. Ich glaube, wir sind da. Mann. Der letzte Kampf. The Vault. Da ist die Kammer. Der letzte Kampf, bevor wir die Kammer öffnen können. Hoffentlich. Oh, das hast du geschafft. Sie haben nicht auf Commander Steel gehört. Ich habe sie mehrfach gewarnt, aber sie missachten jeder meiner Anordnungen. Was in der Kammer ist, gehört rechtmäßig der Atlas Corporation. Und sie, sie gehören mir. Schlüssel passt! Sergeant, bereiten Sie Ihr Team vor, reinzugehen! Wir holen uns jetzt, was uns gehört. Und Tennis könnte das gebrauchen in Ihrer... Ja. Dead Destroyer! Okay, hi, Gib nicht auf! Diese Kreatur mag in ihrem Reich unsterblich sein, aber hier kann sie ohne Wirt nicht überleben. Ja, ich merke schon, das wird eh. Wenn sie Fleisch und Blut wird, kann sie verletzt und getötet werden. Du musst nur wissen, wohin du zielen musst. Dann sag mal das doch. Aber ich glaube auch Sorge, wäre schon richtig. So. Aber gehen wir direkt drauf. Ich bin in Facebook. Ja, okay. Headshots, kannst du das? Ha, nimm das. So, wenn wir wieder heilen können. Vielleicht sollte man auch den Sparkel abschießen. Kann ich mal kurz probieren. Hier. So, einer ist weg. Komm, ich muss aber zurück. Gar nicht. So. Autschi. So, das. Und darauf, glaub nicht. So, wir haben noch ein paar Tentakel übrig. Da. Ah, keine Mörder. Hm.
Du hast die Kammer geöffnet. Es tut mir leid, dass ich dich nicht davor warnen konnte, was darin war. Aber es musste alles genau so ablaufen. Du warst gut und deine Taten sollen belohnt werden. Der Schlüssel öffnet die Kammer erst wieder in 200 Jahren. Aber Tennis wird dir sicher ein Vermögen dafür zahlen. Los jetzt. Ich beobachte dich. Angel. So sieht man da aus, ganz schön trostlos. Da denn passiert? So, ich würde das ja gerne. Kann ich irgendwie. Nein, oder nicht. Aber ich kann. Würde das dann irgendwie lassen? Moment. So, dann ist die Musik wenigstens ein bisschen leiser, glaube ich. So, ich muss kurz was trinken, sorry. Wird sich wahrscheinlich trotzdem nichts bringen. Na egal. So. Die Musik ist ja cool. Dafür riskiere ich schon mal einen Strike oder so. Der geht jetzt für euch. So. So soll's laut genug sein. Passt. Gut. Na dann. Haben wir die Kammer geöffnet. Haben das Viech besiegt, das da drin war. Und werden jetzt noch belohnt, das aussieht. Dann ist sehr gut, dass der Part noch nicht 30 Minuten aus ist. Das kann man leider nicht schneller machen. Ja, schade. Durchlaufen will ich es auch nicht lassen der ganzen Zeit. Auch jetzt muss ich es ja wieder zurückstellen, weil sonst hat er wieder nichts mehr. Warte, Moment. Erstmal so. Entschuldigt, habe ich ganz vergessen, dass ich dann ja wieder. Okay, jetzt wird es vielleicht kurz laut. Ich weiß nicht, warum das immer. Minus 8 reicht. So. Ja. Oh. Ja. Okay. Das könnte auf jeden Fall nützlich sein. Viel Geld. Der Kammerschlüssel. Dieses Ding war an einigen Problemen sicher nicht ganz unschuldig. Das glaube ich aber auch. Noch mehr Kohle. Ja, hier liegt noch mehr Kohle rum. Ein paar Waffenkisten. Vielleicht finden wir da noch was Nützliches für ein DLC. Feuerwaffen wären nicht schlecht. So, jetzt scheiße ich auf die Elektrowaffen, die brauchen wir nicht mehr. Das ist eine Zeit lang. Werde ich aber trotzdem. Da kann man gar nichts lagern noch. So, ich glaube, ich habe alles. Machen wir mal alle auf, oder? Machen wir es nach der Reihe. So, perfekt. SMG ist mit Elektroschaden, vielen Dank. Ist die besser als die hier. Ja. Ganz okay, würde ich sagen. So, eine Snapper. Achso, drei Muni-Magazin. Ja, die gehört nur dir, Lilith. Sonst hat da ja niemand geholfen hier. Aber ich muss ja da unten nachladen. Warum? jo, die ist viel wert. Nehmen wir mit. Nehmen wir mal die wir brauchen können und die viel wert sind. Artefakte, na endlich. Explosiv-Artefakt für den Berserker. Das ist für uns. Brandeffekt. Na endlich. Perfekt. Das brauchen wir noch vor dem DLC. Juhu. So, das können wir immer noch nicht verwenden. Macht nix. Der rüstet dann automatisch. Ne, doch nicht. Brand haben wir auch als Level 3. Dann machen wir mal auf Dings. 43.000 ist was wert. Nehmen wir mit. Weiter Meister haben wir auch abgeschlossen. Perfekt. Das ist wieder so eine Blitzwaffe und dein Schnürsenkel ist offen. Sucker Punch plus 500% Nahkampfschaden. Die könnte hilfreich sein. Von Gearbox ist die. Nice. 9000. Die ist jetzt irgendwie immer weiter schießen. Das ist die Lahme da. Die nicht so gut ist. Okay, die ist auch nicht so gut. Die ist mal weg.
Ja, wollen wir das her? Das könnte eigentlich nützlich sein. Zwei Magazingröße kriegt man nicht. Die nehmen wir uns mit. Sucker Punch Waffe. Mal gucken, was das so kann. Da brauchen wir eigentlich eh nur die Violetten. Warum ist das Grüne hier viel mehr wert als das Violette? Weil es für mich ist vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 14.046.000. Aha. Lassen wir das einfach mal da. Das brauche ich eh nicht. Die war nicht so stark jetzt gerade. So eine goldene, aber naja. Soll's. Was soll's? Mhm. 19.000 ist noch nicht schlecht. Und Swatter allerdings mit 200% Nahkampfschaden, genau, das ist ja die auch. 100% Nahkampfschaden, na egal. Immerhin, und 9000, ne. Das ist auch schon die letzte Waffenkiste. No. Und da haben wir noch eine geile Schrotflinte, glaube ich. Ein wirklich böser Hund. Schussverringerung, 20 Schuss im Magazin. Schießen ein bisschen langsamer als meines, weniger, bisschen weniger genau, 40, 43 mal 9, 40 mal 7, hat halt keinen Säureschaden, das ist halt doof, Rückstoßverringerung hat die fast überhaupt keine, die nehme ich auf jeden Fall mit, statt so einer komischen SMG mit Elektroschaden. Passt. Star Soldier SG-1100D Desert Bulldog. Okay. Und eine Sniper, die nicht so toll ist, lassen wir auch da. Okay. Ich habe alles mit, was ich brauche. Dankeschön für alles. Und Schnellreise nach New Haven. Oder ist Tennis jetzt in New Haven? Ich weiß es nicht. Rust Commons West. Nein, die sind immer noch dort. Okay, aber dann haben wir sowieso einen Wegpunkt. So, da bin ich gespannt, was wir von Tennis noch bekommen. Dann haben wir auch, glaube ich, schon alle Missionen abgeschlossen, die es in dem Spiel so gibt. Nehmen wir dabei. Die können wir auch weggeben wieder. Da haben wir, was haben wir da gehabt? Nehmen wir mal die Sucker Punch, probieren die mal aus hier. Die like ich auf jeden Fall mal. Sucker Punch, okay. Ziemlich viel Nahkampfangriff. Okay. So, dann fahren wir zu Dennis. Das ist gleich schon weg, aber trotzdem. Irgendwas mit allen möglichen Farben blockieren. Klingt gut, weißt du was? Das ist die beste Nachricht, die ich heute erhalten habe. Dafür bekommst du ein Eis spendiert. So, dann facewalken wir nochmal hin, damit wir uns ein bisschen Gesundheit auch noch aufladen. Sorry, Spider-End, wollte nicht anrennen bei dir. Jetzt sag auf mich. Sollte die nicht sein? Ne, die Längs sind noch schlafen. Die hängen sich noch schlafen, meine ich natürlich. So. Ich nehme mal dann ein paar Dollar hier auch noch, obwohl du mich hier dann gleich reichkärtlich entlohnen wirst, oder was heißt? Ja, gute Frage, vielleicht habe ich den Kammerschlüssel, ich bin mir aber nicht sicher. Danke für den Schlüssel, diese Summe sollte deine Anstrengungen wert sein und wird dir helfen, über die Sache Stillschweigen zu bewahren. Der Schlüssel wird weitere 200 Jahre seinen Zweck nicht erfüllen, aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass er nicht in die falschen Hände gerät. In der Zwischenzeit werde ich meine Nachforschungen fortsetzen. Ich glaube, wir können von den Eridianern mehr lernen als etwas über Waffenkunst und Raumschiffe. Super, 17.000 DP, reicht das für ein Level-Up? Schaut so aus. Nein, schaut nicht so aus, es sind ein paar... Okay, das sind 20.000 DP. Okay, nein. Das sieht auch nicht ganz aus. Und 234.000 Dollar. Na, immerhin. Kammerschlüssel, Doppelpunkt. Ja. Hoffentlich talkst du mehr als dein Vorgänger. Ah, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, gerade den Boss der Kammer besiegt. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Verkaufen, richtig. Das machen wir auch noch. Wir bereiten uns schon direkt mal vor auf die nächsten. Auf das, was nachher kommt. Ja. Das hat die Geschichte gar nicht zu Ende erzählt vorhin. So, ja, nix, wie es aussieht. Lilith, nix. So, stellen wir wirklich kurz vor dem Level ab. Schaut nicht so aus. Doch, vertan. Sind die Agro auf mich? Scheint so.
ist doch ganz schön schnell. Okay. Ups. Da habe ich ja noch gar nicht gedacht. Dass er so schnell schießen könnte. Ja. Da ist noch Shot drin in diesen Kisten hier. Passt. Ja, ich glaube, ich bin erstmal so vorbereitet. Und Waffen verkaufen wäre noch nicht schlecht. Brandwaffen ausrüsten wäre auch eine gute Idee. So. Ich behalte mir die erstmal. Coastick, das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Endlich Feuerkraft behalte ich mal. Ist auch nicht gut. Was haben wir hier? Das ist ein komischer Revolver da von Anfang an noch. Nicht, dass das noch gut ist, oder? Raketenwerfer können wir uns behalten. Eine andere Magazingröße, die gefällt mir nicht. Die Snap war auch nicht so doll. 412 Magazingröße, das gefällt mir auch nicht. 412 Magazingröße, das ist so kacke. SMG mit Explosionsschaden. Könnte helfen. Komischer Revolver, auch eine SMG. Da ist eine SMG mit Brandschaden. Also nicht, die so gut ist. Das gehen wir mal weg. Dem behalten wir uns, das viel. Ah ja, die Waffen sind im Schaden. Berserker-Ultil abgefeuert, kommt weg. Das kommt weg. Explosionen, das ist meine Schrotflinte da. Feuerschaden, ich glaube, die kann ich mal ausrüsten hier. Gegen die Zombies, ja, ich hab's gesagt, sorry. So, das ist eine Gesundheitsregeneration, ist mir jetzt auch schon egal. Ich bin Transfusion, ja, das für ein Berserker kann man weggeben. Das versuche ich nochmal irgendwie anzusetzen, wenn nicht, dann hoffe ich's. Weil dann bringt es ja nichts. Ach so, Klassenmod haben wir auch noch so viele. Ach, der Heilige. So. Nö. Ach so, das hätte ich noch gerade verkaufen können. Na egal. So, das kannst du haben. Das kann ich anscheinend nicht gebrauchen. Und ewig viele. Die Schildkapazität behalte ich mal. Ist ein Geschaden. Das ist schlechter als das, was ich hatte. So, ich habe viel Geld. Im DLC sind die Automaten dann besser. Das weiß ich leider nicht. Aber wir werden es rausfinden im nächsten Part von Borderlands und im ersten Part von der. Wie heißt das Ding? Zombie Island of Dr. Ned, oder? Auf jeden Fall gehen wir dann nach Jacob's Cove. Genau, die. Da ist die Zombie Island auf Dr. Ned. Wer dieser berüchtigte Dr. Ned ist, werden wir dann im nächsten Part herausfinden. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr bei den DLCs auch noch dabei. Das war's aber erstmal mit dieser Folge. Ich muss jetzt aber leider weg. Ich habe noch was dringendes zu erledigen. Also tschüssi!